Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hildesheim, die Kreuzen. Am späten Abend des 6.6.2022 befuhr ein 24-jähriger Hannoveraner die L460 aus Diekreuzen kommend in Richtung der Boschwerke. Unterwegs war er mit seinem 18-jährigen Begleiter, beide auf Leichtkrafträdern. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Hannoveraner dann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum im Straßenbegleitgrün. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu, die eine Lebensgefahr begründeten. Beamte der Schützenwiese waren neben diversen Rettungs- und Einsatzkräften der Feuerwehr am Unfallort. Die medizinische Versorgung erfolgte im Anschluss an erste Maßnahmen in einem Hildesheimer Krankenhaus. Das Grad wurde vorsorglich durch die Beamten noch vor Ort sichergestellt. Nicht zuletzt dient diese Maßnahme dazu, die Unfallursache herauszufinden. Mit dieser Aufgabe sehen sich nun die Verkehrsermittler des 7. Fachkommissariats gegenübergestellt. Angaben zur tatsächlichen Ursache können zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht getroffen werden. Das Leichtkraftrad der Marke Yamaha ist als Totalschaden einzustufen. Insgesamt dauerten die Maßnahmen ca. eine Stunde. Zwischendurch musste die L460 voll gesperrt werden, um die Arbeit der Rettungsdienste nicht zu behindern und eine reibungslose Unfallaufnahme zu gewährleisten. Zu Beeinträchtigungen des Individualverkehrs kam es angesichts der Uhrzeit nicht. Beteln. Die Bergung eines Unfallfahrzeugs auf der Landesstraße 480 zwischen Beteln und Hayersum führte am frühen Abend des 8.6.2022 in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr zu einer großräumigen Vollsperrung der Straße im Unfallbereich. Der Unfall hatte sich bereits um 14.35 Uhr ereignet. Ein 28-Jähriger aus Golmbach im Kreis Holzminden war mit einem Kleintransporter aus Beteln kommend in Richtung Bundesstraße 1 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und in die Büsche am Seitenstreifen fuhr. Der Schaden am Kleintransporter wird von der Polizei mit rund 30.000 Euro beziffert. Der Straßenverkehr wurde am Nachmittag nicht behindert, nur die Bergung durch einen Abschleppdienst forderte eine Vollsperrung, vorgenommen von Polizeibeamten aus Saarstedt. Dadurch bildeten sich lange Autoschlangen in beiden Richtungen. Als die Fahrbahn wieder freigegeben wurde, kam es zu einem weiteren Unfall zwischen Beteln und Hayersum. Eine 52-Jährige aus Gronau hatte den stockenden Verkehr nicht bemerkt und fuhr mit ihrem Fiesta hinten auf einen Hyundai, gesteuert von einem 63-Jährigen aus Gießen, der leichte Verletzungen davontrug. Hier schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf 2.000 Euro. Gronau. Wie ist es in der Notaufnahme des Johanniter-Krankenhauses Gronau zu arbeiten? Wir waren vor Ort und haben mit Lisa und Lea gesprochen, die uns spannende Einblicke in ihre Arbeitswelt gegeben haben. Derzeit entsteht aus den Interviews ein Video, das demnächst auf all unseren Kanälen und auf den Kanälen des Johanniter-Krankenhauses Gronau zu sehen sein wird. Schauen Sie unbedingt mal rein. Eifelt. Der Pflegedienst Sabine Parland aus Eifelt bietet alle Leistungen der häuslichen Pflege an. Dabei kann man dort auf die langjährige Erfahrung im Bereich der Pflege in der Region Eifelt-Hildesheim setzen. Informieren Sie sich in unserem neuen Infovideo über die Leistung des Pflegedienstes. Parland bietet Ihnen und Ihren Angehörigen die Pflege und Betreuung bei den Menschen daheim an. Wenn Sie Fragen zu den Leistungen haben oder eine persönliche Beratung wünschen, kontaktieren Sie den Pflegedienst Sabine Parland bitte unter 051 81 24 25 0 oder schreiben Sie eine Nachricht über das Kontaktformular auf der Homepage www.pflegedienst-eifelt.de. Lammspringe. Der Lammspringer Lithografie-Künstler Micha Kloth hat sich im Laufe der Jahrzehnte einen Ruf weit über Lammspringe hinaus erarbeitet. Immer wieder setzt er mit seinem Schaffen neue Impulse und hat es dabei geschafft, seinen unverwechselbaren eigenen Stil zu kreieren. Wir wollen schon jetzt auf zwei Events hinweisen, die anstehen. Zum einen die Ausstellung Das innere Licht, Arbeiten auf Leinwand und Papier, die vom 18. August bis zum 11. September im Kunstkreis Kloster Brunshausen stattfindet und zum anderen die Poesie der Pflastersteine am 24. September in Lammspringe. Dort findet ein Kreativtag zum Mitmachen für Jung und Alt statt, bei dem es darum geht, mit vereinten künstlerischen Kräften ein großes Kunstwerk aus Kreide auf den Gehweg zu malen. Das wird bestimmt eine tolle Sache. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer, auf Leine Bergland TV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Hier unsere aktuellen Gesuche.
Das Johanniter-Krankenhaus Gronau sucht Fachkräfte für den OP mit Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Unfallchirurgie, Orthopädie und Endoprothetik. Nähere Infos erhalten Sie über den QR-Code oder unter 05182 583221. Wer dort arbeiten möchte, wo andere Urlaub machen, findet in den Seeterrassen am Humboldtsee seine Beschäftigung. Flexibles Arbeiten in einer traumhaften Umgebung direkt am Wasser und nach getaner Arbeit Erholung und Schwimmvergnügen pur. Ob im Service oder im Küchenbereich, das Team von Wolfgang van Gellekom freut sich über Unterstützung. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Ihnen die Seeterrassen bieten. Wenn Sie schon mal einen Blick vorab werfen möchten, können Sie sich auf der Webseite www.humboldtsee-seeterrassen.de informieren und natürlich auch den ein oder anderen Filmbeitrag schauen, den wir dort bereits produziert haben. Die Links finden Sie in der Beschreibung. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leineberglund-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.